Einen guten Abend. Wir machen noch eine späte Horizon-Runde. Pi und Josie scheinen auch noch live zu sein, habe ich gerade gesehen. Aber ich schließe mich einfach an. Fahren wir fort. Ich hätte ja gesagt, ich... Treibst du ihn jetzt ins Hart, ja, Tyra, weil du musst nicht nur parallel, sondern diametral. Nee, Quatsch, das ist ja auch zwei. Nee, entgegengesetzt. Naja, einfach so mal. Gibt's sowas überhaupt mit dreien? Ein Wort dafür? Ja, schwere Aufgabe. Ich hatte ja... Guck, es ist wirklich grün. Bei mir. Das Jägerdingens. Ich hatte ja gesagt, ich wollte die... die Quest mit der Kriegsherrin weiterverfolgen. Und das würde ich jetzt angehen wollen und vielleicht auf dem Weg hier nochmal nach diesem alten Gefäß schauen. Jetzt muss ich nur noch eine andere Sache kurz machen. Dann kann es gleich losgehen. Ach so. Ja, aber storymäßig hatte ich, glaube ich, nicht mehr so viel gemacht. Aber du musst ja eh bei Pi und Josie auch noch zuschauen. Wobei die beiden machen ja zumindest das Gleiche, da ist es ja ein bisschen einfacher. Okay. Die wollen nur noch kurz. Was heißt das? Sie wollen nur noch kurz eine kleine Quest machen, die noch eine Stunde dauert. Sowas ungefähr. Gibt's ja öfter mal. Genau, ja. Siehst du, und ich will auch nur noch kurz. Ein, zwei, drei kleine Quests machen. So. Und ja, genau. Wie gesagt, also Gefäß. Danach werde ich auf jeden Fall mal schauen. Und dann... Zur Kriegs... Wobei, das müsste ich mir vielleicht markieren. Sonst übersehe ich das. Und wie ist es nicht auf der Karte? Mein Fähnchen. Naja, es muss aber eigentlich... Ach doch, da. Es ist nicht am... oben an dem Ding dran, sondern direkt auf der Karte abgebildet. Oder direkt auf der... in der Richtung abgebildet. Gut, dann komme ich jetzt wieder an ihm hier vorbei. Mal gucken, ob er wieder jemanden erledigt hat.
Hat auch geklappt. Mit dem Wildschwein, aber leider Das wird meinen Magen etwas beruhigen. nichts so Spannendes drin. Okay. Oh, was ist das denn? Alte Trümmer. Altes Gefäß-Bogenspezial. Ist es schon das? Altes Gefäß-Bogen. Das ist das alte Gefäß. Eine alte Tasse. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, scheint die Torlande zu zeigen. Ja, Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen getauscht werden. Aber das war es schon, genau. Das war schon das alte Gefäß, was noch zu finden war. Aber das ging jetzt flotter als gedacht. Was ist da noch? Wahrscheinlich ein erledigter Jäger. Okay, noch ein bisschen Fische fangen. Bevor es hier ins wilde Treiben geht. So, hier bin ich ja jetzt auch wieder auf dem Pfad. Gleich. So, die waren jetzt aber selber schuld. Die haben sie einfach eingemischt. Generell war ich ja hier schon mal in dieser Ruine. Und ich hoffe, ich habe hier alle besonderen Gegenstände auch entdeckt. Diese ein bisschen Background über die Geschichte Um diese geben. Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Ja, das weiß ich nicht, wo sie herkommen. Noch nicht, die sind halt. Die sind nämlich von einem anderen Typ. Da kann ich hier noch mal ins Notizbuch gucken und zeigen. Die Wächter hier zum Beispiel, das ist Psi, die sind entsperrt. Genauso wie die Läufer.
Aber die sind Sigma. Diese Graser, genauso wie auch die Plünderer. Und ich glaube, bei der Sägezahn, ja, der auch. Die Großen sind auch Psi und der hier hat keine Brutstätte. Das ist die Brutstätte. Müssen wir auch noch herausfinden, was das bedeutet. Mit den Brutstätten. Weil ist ja auch irgendwie logisch, irgendwo müssen diese Maschinen ja auch herkommen. Ich meine, die können ja nicht die ganze Zeit hier überlebt haben, ohne sich irgendwie zu vermehren oder sowas. Ja, Maschinen vermehren. Schon irgendwie komisch. Die gehen ja irgendwann kaputt, würde ich mal behaupten. Los, Häschen. Nein! Ich krieg das Häschen nicht. Das ist weg. Jetzt ist es weg. So, es sind hier nur noch wenige Schritte. Ja, direkt hier auf der Route von dem Langhals. Na, da oben. Hey. Greif mich nicht an. Sehr beeindruckende Viecher. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Aber wo geht's hier rauf? Na, einfach so. Anscheinend. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Pfeilreste. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Das ist Verbandszeug. Nope. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Also folgen wir wieder einer Spur. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg.
irgendwie machen mir die mehr Schaden, wenn ich da in der Nähe bin. Okay. Zwischendurch ein paar fiese Maschinen getötet. Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Durch den Regen wahrscheinlich. Da ist ein Wildschwein. Nicht, ob ich die denen näher komme, dass ich die holen könnte. Ein bisschen so aus, oder? Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Da ist ein Fuchs. Der ist aber hinterm Berg. Sehr schön. Das Wildschwein ist hinter der Klippe. Das ist sonst zu klein. So, ich hoffe, ich bekomme noch die Gelegenheit hier zum Einsammeln. Oben ist auch blau. Oder ist es weiß? Ja, sagen blau. Ja. Zerstörter Wächter. Das Häschen ist weggehoppelt. Dann gehen wir mal zu dem toten Sägezahn und nehmen die Spur wieder auf. Sehe ich echt lustig aus. Und ein lebender Sägezahn. Und sie hat diesen Keil. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt.
Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Baal hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Ja, und die hat denselben Keil wie ihre Tochter und ihr Sohn. Als Gesichtsbemalung. Also das... scheint so eine Art Familienzeichnung zu sein. Die Nora da immer haben. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken. Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Zerstöre die Lohebehälter. Erstmal... alles. Hier oben kann man erstmal unbemerkt rumwandern. Da könnte ich in diesen... Busch dort rein. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn die da erstmal... Ich verstehe leider kein Wort, Alex. Was sagst du? Ja. Vielleicht sogar einfacher. Kommen die hier nicht direkt hoch? Und da wäre es auch so ein Behälter. Okay, sie sind irgendwie gewarnt, aber irgendwie auch nicht. Nicht so richtig. Erwischt. Ja, super. Schon stärker. Verdammt!
Wo ist er? Ja, na toll. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich die ganze Zeit Leben verliere. Gut, machen wir das nochmal. Oh Gott. Ja, ziemlich dumm gelaufen, wenn man da runterfällt und dann auf einmal mittendrin ist. Wir machen es jetzt nochmal besser. Sollte gucken, dass auch möglichst. Dass sie dann auch möglichst neben den Lohebehältern sind. Und da läuft gerade einer in Richtung dieses. Der ist jetzt zerstört. Jetzt bin ich auch entdeckt. Diese Nora ist über uns. Zu hastig. So. Dein Ende. Ich weiß nicht, ob die das so interessiert, wenn ich denen eine Schockbombe reinhaue. Echt viele Pfeile. Versammeln und bereit machen zum Flankieren. Da hinten ist auch noch einer. Aber ja, nicht erwischt. Oh, Entschuldigung. Der ist ja von mir. Schon gewundert. Wenn plötzlich einer in meinem Rücken ist. Da drüben ist auf jeden Fall ganz schön was los. Ja, eine recht schwere Aufgabe hier.
wahrscheinlich nicht. Sie muss wahrscheinlich runter und dann doch mal einiges manuell machen. Jetzt scheint es ja doch zu klappen mit dem Kopfschuss. Ja, bisher hat es noch gar nicht geklappt. Dass ich die mal mit dem Kopfschuss erwischt habe. Vielleicht muss ich doch... genau zielen können, dass es klappt. Entkommen. Nee, das scheint einer von meinen zu sein. Okay, wir haben sie geschafft. Auf jeden Fall nicht wirklich einfach. Aber es gibt einiges abzuholen hier. Ja, wenn man das auf schwer spielt, ich glaube... frischer geht's nicht. Muss man echt gut treffen. Oh, da drüben ist ja richtig viel los. Was Tiere angeht. Ich will auch noch versuchen zu holen. Da ist er. Sehr nice. Alle bekommen. Nein! Wenn man wieder aus Versehen einen Pfeil schießt, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Okay.
mit dem Einlegen der Zusatzpfeile. Aber wer sagt's denn? Da sind auch noch mehr Tierchen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Davon brauche ich einiges. Da oben sind noch mehr. Die hole ich mir auch noch, die Gesundheitspflanzen. Truthahn. Bei es nur noch eine war. So, und da unten gibt's richtig viel Loot. Vorbereitung ist alles. So, hier oben habe ich, glaube ich. Aber da unten ist noch einiges mehr. Bevor ich mit den Räder, werde ich erstmal sammeln. Da sind auch noch Tiere. Was ist das? Jazz. Draußen sind Tiere. Okay. Und da ist Sona. Dann reden wir. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Sie ist ja ein bisschen garstig.
Aber ja, die Kriegsbemalung ist die gleiche bei beiden. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist doch was. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Genau, machen wir das so. So, jetzt hier noch, dass die Lohe in Brand setzen, während wir direkt daneben stehen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Genau, der nächste Punkt wäre erst da oben. Da würde ich eher sagen, dass ich vielleicht auch erstmal in der Nähe befindliche Quests weiter abschließe, bevor ich da hochgehe. Hier gibt es auch noch einige andere Aufgaben, die ich noch nicht erledigt habe. Da unten auch dieses Panorama, was auch immer das ist. Das kann ich mir auch hier ansehen. Und da oben ist gleich eine Metallblume. Das würde ich dann gleich mal machen. Diese Sammelquests dort. Und wer weiß, was sich da noch für andere Sachen ergeben. Aber ich muss mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Ich erinnere mich auch, dass ich beim anderen Mal, wo ich hier schon gespielt hatte an der Stelle und da auch schon dieses Camp freigeräumt habe, auch so Probleme hatte bei dem Camp. Dass es sehr schwer war. Und im Vergleich dazu, diese Aufgabe hier, dieses Banditenlager freizuräumen, was ja hier jetzt auch in der Nähe ist, sehr einfach erschien.
Das könnte man natürlich jetzt auch noch mitmachen, weil das ja in der Nähe ist. Ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt erstmal hier in Blickrichtung zur Metallblume weitergehen. Dazu muss ich da nochmal hoch. Ja, nach da, wo ich gerade herkomme anscheinend. Markiere mir das mal. Hallo, Josie. Vielen Dank für deinen Raid. Wie war's? Jess. Sieht nicht aus wie Jess. Wie war euer Aufbruch nach Pandora? Ja, ich bin ja in der PlayStation. Da spiele ich ohne Cam. Du bist so oft gestorben? Okay. Das tut mir leid. Hallo Engel. Ja, ihr habt aber... weiß ich auch nicht. Habt ihr eure PlayStation an euren PC angeschlossen? Also euren PC-Monitor oder sowas? Mit Capture Card und sowas. Wahrscheinlich alles in einem Rutsch sozusagen. Genau. Und bei mir ist es halt im Wohnzimmer. Die PlayStation und der PC ist im Arbeitszimmer. Ja, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen mit der... Ach, gutes Fleisch. Mit dem Umzug der PlayStation. Dann... wird Alex sauer. Aber ich möchte es auch gar nicht. Ganz ehrlich, es ist ja schön hier so auf der Couch auch mal was zu zocken. Also ich bin eher dann für eine... zweite PS5, genau, easy. Ich bin eher für so eine PlayStation-Cam zu haben. Aber... ja, oder eine kompatible Cam für die PlayStation. Aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Genau. Da ist auch noch ein Hoppelhäschen. Was macht man mit Hoppelhäschen? Fleisch. Das hält sich eine Weile. Musst du extra abbauen, Pi. Ja, die armen Häschen, die braucht man hier ganz, ganz dringend. Da muss ich Häschen jagen und andere arme Tiere, Füchse. Ich habe dort das andere Häschen auch markiert. Ja, hier, die haben wertvolle Rohstoffe, die ich ganz dringend brauche. Zum Beispiel Knochen und Fell und so. Ist doch klar. Ja, auf Pandora ist es natürlich anders, ne? Da seid ihr ja in absoluter Harmonie mit der Tierwelt.
Aber ich hier muss hier ums Überleben kämpfen. Wo ist er, der Hase? Hase! Das ist der Zockerhase hier. Und es gibt fettes Fleisch beim Zockerhasen. Ja. Und eine Metallblume. Die ist jetzt hier ziemlich direkt vor meiner Nase. Ist sie gar nicht. Sie ist hinterm Berg. Oh Gott, die wohnt hinterm Berg. Jetzt muss ich da erstmal irgendwie raufkommen. Oder drumrum. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da komme ich gar nicht. Also komme ich so gar nicht hin. Ach, da ist sie doch. Ist immer ein Truthahn. Auch den nehmen wir mit. Das ist Wal und Zona, okay. Die sehen irgendwie anders aus. Die sehen anders aus? Modell I? Nee, ist doch D. Ist doch alles noch das gleiche Modell. Okay, und da ist der Gubbel-Gubbel-Truthahn. Den haben wir gefangen. Mit unserer Lebendfalle. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe mal zu diesem alten Gefäß und schaue, wo das ist. Es ist immer nicht wirklich in dort, wo es angezeigt wird, sondern nur in diesem Umkreis. Und schauen wir auch mal an, was so ein Panorama ist. Und ich hoffe, ich muss auf dem Weg dorthin keine weiteren Tiere mehr töten. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr gemein. Aber man wird tatsächlich so ein bisschen dazu gezwungen, da man seine ganzen Modifikationen, was das Inventar angeht, wenn man ein größeres Inventar braucht, um mehr Dinge mit sich zu tragen, dann braucht man für die Tragekapazität immer Tierteile, zum Beispiel hier Fischgräte, Kaninchenknochen, Wildschweinhaut, Fuchsknochen, fettes Fleisch, Wildschweinhaut, knochiges Fleisch, Fischgräte, reichhaltiges Fleisch, Fuchsknochen. Tja, voll gemein. Steht denn da in meinem Notizbuch Neues? Ach, die verdorbenen Maschinen. Meine Feuerschwäche. Hätte ich die mehr mit Feuer angreifen sollen. Gut. Direkt vor meiner Nase? Das traut sich ja. Was? Das Wildschwein. Das war auch eine echt ziemlich steile Slackline.
Das hebe ich mir für später auf. Dahl hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Das, wo es leuchtet, nehme ich an. Da, wo die Fackeln brennen. So viele Tiere. Echt gemein. Noch mehr Tiere. Und da hinten sind die Metalltiere, das sind Läufer. Die sind nicht so gefährlich. Weil die eben auch wegrennen. Und nicht gleich als Horde angreifen. Aber ich werde jetzt erstmal einsammeln. Brauche noch reichlich... reichlich Pflanzen.
Okay, da sind noch ein paar erlegte Sachen. Oh, blau. Sehr schön. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, ja. Bleib einfach weg. Okay, hier sind mehr. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, jetzt sieht's auch mit der Gesundheit schon wieder besser aus. Habe ich den Kampf jetzt so langsam verkraftet. So, und ich denke, ich habe alles eingesammelt. Sehr nahrhaft. Oder jetzt? Das ist ein Wächter, genau. Aber der wird da inmitten der anderen sein. Jetzt gehe ich erstmal. Die Gans könnte ich noch mitnehmen. So, und hier irgendwo in der Nähe müsste so ein Metallgefäß sein. Ich werde das später ausschütteln. Metallgefäß ist Quatsch. Alte Trümmer. Nochmal ein Wildschwein. Und da oben sind Banditen. Da sind jede Menge Banditen. Sind die von diesem Banditenlager schon so nah dran? Scheint. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das Banditenlager vielleicht zuerst räumen muss. Ne, hier ist das alte Gefäß. So, dann gehe ich hier nochmal in den Busch. Da ist das Wildschwein. Zack. Ganz schön hart. So, dann würde ich mal das Banditenlager räumen. Das ist ja hier diese Quest. Das ist die Quest mit Neil. Oder ich gehe erstmal noch hier dieses Panorama holen. Das ist ja noch dichter. Aber das kenne ich ja. Da weiß ich immer noch nicht so wirklich, was das ist. Also klar, Panorama würde ich sagen, jetzt irgendwas mit einem guten Blick. Ein weiter Blick. Eine gute Aussicht. Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal drauf zu. Oh, von da oben vielleicht. Na, dafür ist jetzt das Wetter aber nicht wirklich gut. Da sind auch noch Trümmer. Und da läuft der Langhals. Aber die Trümmer sind da direkt drinnen. Kommt man denn da rein? In diese Ruine. Da ist der Langhals.
so geil, die Dinger. Echt coole Viecher. Tja, wo ist denn hier eine Öffnung? Die suchen mich. Oh, was gefunden. Eine Pressemeldung. Liegt schön Angst. Ich da rein? Ja. Da geht's rein. Und hier ist der Behälter. Als Klangspiel. Ein altes Klangspiel. Ein Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln dran. Oder ein Schlüsselring mit zwei Schlüsseln dran. Und sie sagt, das ist ein altes Klangspiel. Oder das ist ihre Interpretation. Ja, und im Notizbuch, wo ist das? Gibt's jetzt diesen neuen Datenpunkt? Liegt schön Angst. Juli, 4. Juli 62. Das andere ist 61 gewesen. Das dritte war 63. Am Unabhängigkeitstag der USA. Ja, geleakte interne Korrespondenzen von Xiaolu schüren Angst vor möglichen Massenentlassungen und Abschiebungen. Shanghai. Das Hacker-Kollektiv Idiot Army, geiler Name, hat fast ein Terabyte interner Kommunikation von so und so Luna Resources Incorporated veröffentlicht. Eine Luna, naja, mit Rinden. Könnte auch. Müsste nicht mit dem Mond zu tun haben. Die Gerüchte anheizen, dass das Shanghai-ansässige Mondbergbauunternehmen eine deutliche Geschäftsverkleinerung plant. Mitte 2050 zog das Unternehmen beträchtliche Roboter, Kriegsflotte und die attraktive Verdienstmöglichkeiten die Aufmerksamkeit junger, englischsprachiger Facharbeiter auf sich. Doch die durchgesickerten Daten legen nahe, dass zunehmende Automatisierung des Unternehmens einen Großteil der menschlichen Arbeitskräfte überflüssig macht. In den Berichten werden wiederholt die potenziellen Kosten für die Umsiedlung des überschüssigen Personals erwähnt, was nahelegt, dass die früheren Angestellten nach den eventuellen Massenentlassungen auch den Entzug der ehemaligen garantierten chinesischen Staatsbürgerschaft droht. Eine garantierte chinesische Staatsbürgerschaft, die dann entzogen wird. Mhm. Okay. Dann ist sie ja nicht so ganz garantiert, würde ich sagen. So. Panorama. Wer will die schon? Naja, vielleicht will man die dann 2050. Ja, danke, Pi. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Hey, Amerika schien ja ganz schön undemokratisch zu werden. Vielleicht ist es dann in China besser. Wer weiß, wer weiß. Ja, keine Ahnung. Soll man jetzt hier raufklettern können irgendwie und dann von da oben schauen können? Aber dann müsste man ja... Ja, das ist wohl irgendwie wahr. Ah, hier komme ich rauf. Da kann ich mich festhalten. Und da geht's weiter. Na, schauen wir mal. Gibt's ja hier irgendwie eine
Kletterecke. Hier sehe ich jetzt nichts. Sehe ich jetzt nicht, wo es weitergehen könnte. Darüber springen. Das war richtig. Man muss diese gelben... Genau. Diese gelben Dinge finden. Ah, da drüben ist wieder was gelblich. Da geht's weiter. Oh. Gibt's auch nochmal eine Vorratskiste. Mit jeder Menge Zeug drin. Und hier... Das scheint dieses... auf Panorama-Cache zu greifen. Hier ist das Panorama gefunden. Ein Panorama-Datenpunkt gefunden. Okay. Panorama-Audio abspielen. Okay. Oh. Eine Stadt. Ich möchte das Panorama-Audio abspielen. Wie? Jetzt ist es weg. Was muss ich machen? Notizbuch? Auswählen. Wiederholen. Apoca Shitstorm Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metalogic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Okay, da besteht doch noch viel mehr. Hallo Ma. Im Nachhinein ist es beinahe komisch, dass ich Wyatt verabscheut habe. Ich hasste alles an ihm, sein verquollenes Gesicht, seine schlechte Haut, seine immer gedämpfte Stimme, seine altmodischen Anzüge und ganz besonders seinen blöden Cowboy-Namen. Es ist mir egal, wie sehr man sich anpassen möchte. Es gibt keine Entschuldigung dafür, sein Kind nach einem Revolverhelden zu benennen. Ich konnte nicht glauben, dass du, mein Baba, einen hochdekorierten Kampfpiloten durch eine Unternehmensdrohne ersetzen wolltest. Also machte ich es dir so schwer wie möglich. Ich war mehr als grausam. Ich sagte dir ins Gesicht, dass dich nur Wyatts Konto interessiert. Ich nannte dich meine eigene Mutter, geldgierig und Schlimmeres. Ich weigerte mich, zur Hochzeit zu kommen und ließ mich sogar am Abend vorher verhaften, um ganz sicher zu gehen. Ich brauchte Jahre, um das Offensichtliche zu begreifen. Natürlich hast du ihn wegen des Geldes geheiratet, aber nur um meinetwillen. Frau Wyatt hat dein Lohn nicht einmal für das Essen und die Miete gereicht. Wenn du keine Überstunden machen konntest, rutschten wir tiefer in die Schulden oder mussten hungern. Du konntest es dir im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, Zeit zu Hause zu verbringen und schon gar kein Geld zur Kinderbetreuung oder eine Nannybot ausgeben. Nannybot. Auch geil. Ich weiß nicht, ein Roboter fürs eigene Kind? Vor allem dann so freundliche Roboter wie die hier rumlaufen vielleicht. Und in der Zwischenzeit geriet dein Sohn außer Kontrolle und wurde ein Schulschwänzer und ein Dieb. Und ich war schon drogenabhängig, bevor er die Junior High beendet hatte. Wenn es nur um dich gegangen wäre, hättest du Wyatt vermutlich höflich abgewiesen. Harte Zeiten waren dir nicht fremd. Verglichen mit deiner Flucht aus Kalkutta 2037, das ist ja alles nicht mehr lange hin. Hoffentlich ist es nicht zu sehr.
Real. Muss dir einfache Armut wie ein Spaziergang vorgekommen sein. Du wusstest, wie man überlebt, aber dein Sohn nicht. Ich war auf dem besten Weg zur Selbstzerstörung in einem Wahnsinnstempo. Du hast Wyatt geheiratet, um mich zu retten, für eine Stabilität und die Möglichkeit, die sein Geld uns bieten konnte. Es funktionierte letztendlich, aber nicht so problemlos, wie du gehofft hattest. In Detroit werden auch Androiden zur Betreuung von Kindern eingesetzt. Bei Robocop? Oder wo? Tyrell. Bevor ich gerettet werden konnte, musste ich zuerst sterben. Aber das ist eine Geschichte für Red Rocks. Okay. Detroit Becoming Human. Ja, hier soll diese Stadt mal gewesen sein. Sieht jetzt aber nicht mehr viel danach aus, ne? Kann ich das irgendwie... Ach so. Ah! Ah, so kann ich vergleichen. Und das ist anscheinend das Stahlgerüst von dem hinteren und also von den beiden größeren Gebäuden, was noch übrig ist. Und da noch von den kleineren. Colorado Springs. Ja, ich weiß nicht so recht, worauf du anspielst. Ach, hier kann ich mich abseilen. Da muss ich nicht wieder den ganzen Weg zurückklettern. Ist das was aus Robocop? Oder... Das war doch in Detroit. Oder ist das hier in Colorado Springs? Nee, das ist ja, nee, das ist ja nicht in Detroit. Oder in der Gegend. Oder habe ich jetzt gerade irgendwas nicht mitbekommen? Detroit war das Spiel, was Josie und Pi gespielt haben. War ein Spiel, was Josie und Pi gespielt haben. Aber was ha hieß das Detroit? Das Spiel? Alter Zahnstocher. Sehr gut. Das ist ein Zahnstocher, richtig. So wie das ein Klangspiel ist. Ganz klar. Ach so, Detroit Becoming Human. Okay. Also hier meinst du jetzt oder in Detroit Becoming Human? Dort warst du schon. Ja, da war ich noch nicht. Von Detroit habe ich nicht wirklich Ahnung. Außer dass das ja hier die Stadt von Ford ist, ne? Und oder wo Ford? Ja, die ich eben gesehen habe, ja. Okay.
Der hat dich hier erstmal so nett angegriffen. Aber Colorado Springs ist dann... ist nicht in der Nähe von Detroit, oder? Jetzt muss ich ja wieder dem Symbol da oben folgen. Und das andere kann ich vielleicht mal von der Karte nehmen. Wegpunkt entfernen, ja. Die Air Force Academy, okay. Sollen wir mal einen Fisch schießen? Hallo, Chrissy. Ich spiele noch FOE hin und wieder. Ich habe kürzlich Videos zu den Quantum Incursions gemacht. Aber nicht mehr so aktiv wie früher. Falls du das meinst. Doch soweit. Und da sitzt Neil. Unser anständiger Mörder. Wenn man das so nennen will. Er sitzt hier ganz gechillt. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Erbe. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich frage lieber erstmal, wer er ist. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und... einem führenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na dann ist ja alles gut. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr.
wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Na dann. Da gibt's auch noch mal ein altes Gefäß. Und ein Panorama. Aber erstmal die Arbeit, würde ich sagen. Dann das Vergnügen. So, da drüben ist schon einer. Der läuft in eine gute Richtung. Und der andere auch. Ich gehe lieber erstmal hier in die Büsche. So. Und jetzt würde ich dann mal versuchen, die ganz behutsam zu erledigen. Das hat nicht geklappt, würde ich sagen. Oh, mein Kollege brennt. Der? Gott. Ja, das ist ja mal richtig in die Hose gegangen, würde ich sagen, mal wieder. Wir versuchen es einfach nochmal. Und das mit den Schockfallen oder mit der Falle, das scheint auch nicht funktioniert zu haben. Das funktioniert wahrscheinlich nur bei den Metallwesen. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Hä? Wie kommt jetzt zu der anderen Quest auf einmal? Okay, jetzt läuft er aber in die falsche Richtung. Vielleicht gehe ich mal von hier unten dran. Wenn die gerade so laufen, dass sie mich sehen würden. Das wollen wir ja nicht. Und vielleicht sollte ich erstmal diesen Wachposten erledigen. Das mit dem Kopfschuss scheint nur zu funktionieren, wenn ich ranzoome. Aber jetzt haben sie mich noch nicht entdeckt. Das ist
Da ist die Situation jetzt mal besser, würde ich sagen. Da sind mehr von denen. Den da oben könnte ich, denke ich, erwischen. Yes. Moinsen, Mike. Hallo. So, die anderen sind jetzt alle noch ganz, ganz ruhig und gelassen. Da drüben ist einer, aber der scheint auch... Ist der dahinter oder davor? Ist schon davor. Okay, da ist wieder einer alarmiert. Aber auch nicht so richtig. Jetzt sind alle oder ganz viele irgendwie alarmiert. Vermutlich haben sie die Toten gesehen. Oder zumindest einen. Ich könnte in den Busch da vorne gehen, aber das hilft mir zumindest nicht zu mehr Sicht. Lieber... Ich kann durchatmen. Lieber hier lang. Ja. Na, nicht getroffen. Ah, da oben ist wieder einer. Ist es gar keiner? Ach so. Hä? Doch? Ah, ach nee, das ist nur... Der ist daneben. Den habe ich jetzt leider nicht erwischt. Okay, aber dafür kann ich jetzt... Oh. Dann wird das ganze Lager aufwecken. Und alle in der Umgebung. Ja, ich mache das lieber noch nicht direkt mit dem Alarm, oder? Ich meine, der kommt ja noch mal hier vor. Denke ich. Jetzt kommt er vor, oder? Ich denke schon. Ja. Irgendwo ist hier ein Schwein. Hinter mir. Das war doch ein Treffer ohne Zoom. War trotzdem ein Kopfschuss.
Okay, ich sah auch gerade aus wie ein Mensch, aber das war wohl auch keiner. Da hinten sind noch mehr. Ich gehe mal weiter rum. Ja. Hier ist keine Deckung mehr. Ja, das ist schlecht, weil ich nicht sehe. Ich muss erstmal warten, dass ich wieder zoomen kann. Oder ich versuche hier. Ja. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Dort vorne ist wieder Deckung. Genau. Jetzt sollte ich den da oben gleich sehen können, denke ich. Er sieht mich. Ja, da oben auf dem Turm ist einer. Den kann ich aber, glaube ich, nicht sehen, weil der ist, glaube ich, innen drin, größtenteils. Es ist noch ganz schön viel los da drin. Ich habe auch schon ganz schön viel erledigt. Vielleicht kann ich von da drüben wieder mehr sehen. Ich sollte zwischen den Bäumen nach Maschinenlichtern suchen. Nach Maschinenlichtern? Ich weiß nicht, wovon sie redet. Nee, da habe ich keinen Überblick. Ja, also ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Macht auch jede Menge Spaß. So, da hinten ist noch einer. Ja, den sehe ich auch. Mensch, ist das Wetter gut. Tyrawal. Keine Beachtung. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Und mal wieder danke für 42 Bits, wenn ich so oft streame. Wirst du noch arm, mein Bester. Okay, jetzt kommen sie. Haben sie mich entdeckt? Es hat einen von uns erwischt. Ja, hat's. Ich kann sie nicht sehen, ich kann nicht zielen. Jetzt. Komm raus. Okay, dann ist ja gut. Dann mache ich das mal lieber. Danke dir. Schlaf gut. Ich könnte natürlich auch mal. Oh, Mike, sogar 100
Dankeschön, Dankeschön. Sehr großzügig. Schlaf gut, Tyrawai. Gute Nacht dir. Und danke dir, Mike. Ei, der ist doch auch draußen. Ah, nicht erwischt. Der Gruppendruck. Die Gruppendynamik. Nicht, dass ich gleich noch einen Hype-Train kriege wegen euch. So, jetzt haben wir aber hier schon echt gut aufgeräumt. Ich glaube, die sind jetzt alle da drinnen. In diesem Gebäude. Ja, vielleicht kann man die auch von außen erwischen. Ja, der läuft ja gerade so ein bisschen. Ist das der? Ne. Weiß manchmal nicht so recht, wie ich jetzt hier runterkomme. Ich kann zwar weiter hoch, aber sie lässt nicht los. Jetzt hat sie losgelassen. Okay, ich denke, ich muss jetzt mal rein. Ich könnte ja nochmal zurückgehen und den Alarm aktivieren und gucken, was dann passiert. Ob die dann rauskommen, die jetzt aktuell da oben sind. Ich muss eh auf der gegenüberliegenden Seite. Naja, müssen ist nicht so, aber ich kann da oben noch in den Wachturm rein, weil da ist ja auch einer erledigt. Oder ich gehe dann direkt durch die Tür, aber das kann ich ja dann eh machen. Wenn ich den Alarm aktiviert habe und da nichts groß zu passieren scheint. Habe ich hier nochmal irgendwie einen anderen Blick? Sieht nicht so aus. Okay, dann. Ja, oder man macht so. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mal so ein Feuerpfeil und zünd das da an. Ach, so geht's nicht. Na, wie denn sonst? Ist doch irgendwie ein Kanister oder sowas. Oder brennt es jetzt schon? Kann natürlich auch sein, dass es schon aktiv ist, weil es oben brennt es ja. Aber dann würde sich halt jetzt nichts ändern, weil die sind halt alle da drin und greifen jetzt nicht aktiv ein. Sondern erst, wenn ich da reinkomme. Vermute ich mal. Hinter uns. Irgendwie war sie am Fenster. Das war doch eine weibliche Stimme.
sind Leute in den Käfigen. Mhm. Da ist einer noch und da drüben. Ich glaube, das sind dann auch alle. Den werde ich wahrscheinlich jetzt hier eher sehen. Ah, da ist er. Ja, zum nächsten Ziel. Danach stelle ich natürlich wieder ein neues ein. Aber klar, ja, ein Follower fehlt mir da noch. Okay, ich glaube, ich habe sie alle. Oh nein. Oh nein, hoffentlich kann ich die noch looten. Sucherin, darf ich mit dir reden? Ja, klar. Aber ich wollte erstmal noch... Oh ja, doch, sieht gut aus. Ich gehe erstmal nochmal rein. Ich will erstmal sicher gehen, dass das hier... Ups. Oder ich hänge mich da fest, dass das auch funktioniert. Ach, die Gefangenen sind jetzt schon automatisch befreit, oder wie? Chrissy, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du reingeschaut hast. Ja, also, wie gesagt, FOE-Videos sind ja online. Kannst du gerne reinschauen. Bei YouTube kommst du auch direkt dran. Ich glaube, hier kannst du dich schon mal über die Quantum Incursions informieren, wenn du Lust hast. Also Stream habe ich gemacht. Kein Video. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Noch nicht. Vielleicht mache ich noch eins. Jeder Menge Kram. Da freut sich doch der Händler unten. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Ich weiß nicht. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären alle gestorben. Ich? Oh, jetzt bin ich voll. Altes, auch gut. Altes, helles Armband. Das ist definitiv eine Uhr, ne? So eine alte Uhr. So eine alte, 7-Segment-Uhr. Das ist hier als altes, helles Armband bezeichnet. Ich meine, die wird nicht mehr gehen. Da wird ja die Batterie alle sein. Alter Kranz. Aber gut, das ist ja wirklich eine Art Kranz. Oh, das war ein Nasenring. Aber das kennen die, glaube ich, auch. Die Nora. So, hier war doch auch ein Händler, hieß es. Genau, zu dem gehen wir gleich mal, weil... Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Ja... Ja, gut, der Händler ist es nicht, mit dem ich reden möchte. Oder der mit mir reden möchte. Aber diese ganzen Rohstoffe hier, die ich hier jetzt gefunden habe, die sind alle, diese ganzen menschlichen Dinge, sind halt alle zum Verkauf gegen Scherben. Und die könnte ich halt direkt verkaufen und dann den Rest einsammeln. Aber hier kann ich nicht wirklich erkennen, was das sein soll. Das könnte... Ja gut, das könnte eine Münze sein. Da sehe ich nicht, was es ist. Und hier auch nicht. Aber egal.
Wir verkaufen es und freuen uns über die erworbenen Metallscherben. Alte Halskette, das ist, würde ich sagen, so ein Militärumhänger, wo der Name draufsteht. Könnte es sein. Vielleicht aber auch nicht. Wüstenglas, davon habe ich ganz schön viele. Da kann man Geschäfte mit Händlern machen, aber ich glaube, ich verkaufe mal ein paar davon. So viele brauche ich davon nicht. Mehrere verkaufen. Machen wir mal. So. Und das ist hier altes schwarzes Armband. Auch eine Uhr. Das alte Klangspiel. Der alte Zahnstocher. Aber das ist es. Kapazität 60 von 70. Mal gucken, ob ich vielleicht meinen Rohstoffbeutel vergrößern kann. Kann ich. Wildschweinhaut habe ich. Jetzt ist er anscheinend erstmal auf Maximum. Auf 100 erhöht. 100 ist schon ganz gut. Statt 70. Okay. So, da waren ja noch mehr Sachen. Bevor ich mit dem rede. Da ist eine Trainingsattrappe. Und da oben ist auch noch. Nein, 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 nein. Oh. Manchmal bin ich zu übereifrig. Was ist das denn? Sieht ja gruselig aus. Bitte, darf ich mit dir reden? Ja, gleich. Gleich, wenn ich alles eingesammelt habe. Bevor ihr mir die Gelegenheit nicht mehr gebt, Sache einzusammeln. Wer weiß. Mal abwarten, ob sich wieder ein Sturm zusammenbraut. Also, Trainingsattrappe kaputt machen. Da ist das Armband. John. Wie Rust zu sagen pflegte, Geduld. Ja, genau, John. Geduld. Nur Geduld. Jetzt kann ich nicht mehr so gut erkennen, weil es so sonnig gerade ist. Sehe ich nicht, ob hier noch irgendwo. Da ist ein Truthahn. Namen Tosa. Oder schon guten Morgen. 1:15 Uhr.
Tja, irgendwie, wie es einem lieber ist, würde ich sagen. Abend oder morgen um die Zeit. Für mich ist es Abend, solange ich nicht geschlafen habe. ...41 Leute falsch geradet. Wie geht das? Was hast du gemacht? Das mutterlose Mädchen. Sie ist zurück. Nein! Yes! 12 Stunden Stream hattest du? Fleißig, Tosa. Im Namen des Vergessens ins Nichts geradet? Wie kann man denn ins... Ich glaube, da muss ich wieder runterspringen. Oh, das hat sogar wehgetan. Ja, das ist natürlich unschön. Ah, das 41 Zuschauer nach 12 Stunden. Haben die sich alle angeguckt, wie müde du warst? Ja, 12 Stunden. Ich hatte mal 8 Stunden. Ist schon lange her. Das war einer meiner ersten Streams. Du wurdest 3-mal geradet. Wegen eines Fortnite-Turniers. Cool. Das ist sehr cool. Ja, 48 Leute auf einmal. Hatte ich, glaube ich, noch nie. 2-3 Tage kein Fortnite. Über. Quote übererfüllt. Oh. Was haben wir hier Schönes? Gefäß U-Fly Spezial. U-Fly. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß. Das den Alten lieb und teuer war. Aber das stand doch... Es zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Stets von... ach so, ja. Sets von Alten. Wahrscheinlich ein Flugzeug? Oder so. Oder, naja, Drohnenhop? Wahrscheinlich kein Flugzeug, sondern eine Drohne. Jetzt habe ich ja schon ein Set fast vollständig. Dann gebe ich erstmal die Quest ab. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Band mit dem Arm niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme werden gut hier. Ja, Tosa, das kann ich gut verstehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Erhol dich gut. Schlaf dich aus. Und ja, dann noch ein schönes Restwochenende. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Antwortet er mir jetzt gleich, wenn ich ihn nochmal frage? Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat, aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt, da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Da fehlt dieser Ausdruck in den Augen.
Der ist schon ein Typ. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst die also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen, die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Das ist eine gute Sache. Das ist eine ungesunde Einstellung. Was antworte ich jetzt? Irgendwie ist es beides. Ich würde sagen, er ist schon ein bisschen crazy, der Typ. Er ist auf jeden Fall crazy, aber ich will es mir auch nicht mit ihm verscherzen. Ich finde, du tust das Richtige aus dem falschen Grund. Gute Antwort, ich danke dir. Was ich liebe. Und was könnte daran falsch sein? Ja, was du liebst. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruine. Die locken Banditen an die Wunden einer Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn es unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Okay. Gut, dann reden wir jetzt mal mit denen da drinnen, die schon die ganze Zeit mit uns reden wollten. Und für die wir uns bisher keine Zeit genommen haben. Und hier ist der Eingang. Erstmal noch. Sucherin, nur einen Augenblick? Ja, gleich. Nochmal zum Händler. Ich hatte da noch mehr Sachen zum Verkauf gegen Metallscherben gesammelt. Auf jeden Fall diese Uhren. Ja, hier unten. Kommen dann andere Sachen. Okay, und oh, davon habe ich ja inzwischen auch ganz schön viele. Ich verkaufe mal diese Rüstung, weil ach, die kann ich gar nicht verkaufen. Hallo, reden wir, Jom. Welche Ehre. Ich, Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Woher kommst du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz.
Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, habe ich noch irgendwas verpasst? Da ist noch irgendwas. Ein Truthahn. Ein toter Truthahn. Ansonsten haben wir jetzt hier einen ausgestoßenen Dorf. Ist jetzt auch ein... Frag mich, warum das nicht grün ist. Könnte ja auch grün sein. Ist jetzt ein richtiges Dorf mit Häusern dran. Ich weiß nicht, ob es vorher vielleicht auch schon eins war und ich das nur nicht bemerkt habe. Könnte sein. Und gleich hier oben drüber ist wieder so ein Panorama. Und dann noch hier eine Banuk-Figur. Ich bin ja selber in einem Banuk-Anzug gekleidet. Mit diesem komischen Geweihhelm und diesen äußerst seltsamen Schulterpolstern. Dann kann ich auch mal gucken, was eine Banuk-Figur eigentlich sein soll. Und wenn es die hier in der Nähe gibt. Wo ist es? Da ist das Hühnchen. Ich sehe sie nicht mehr. Warum läuft die Ratte ins Wasser? Ich habe wieder selbst Schmerzen zugefügt. Ein winziges Stück Fleisch. Rattenknochen. Die rote Blume. Das brauche ich später noch. Ist Heilung. Und das ist Neil, oder? Ja, das ist Neil. Crazy Neil. So, da ist ein Panorama. Ist es etwa... Nee. Irgendwo dort. Na, dann schauen wir doch mal. Wo genau das ist und woran wir uns da dort erinnern, wenn wir das Panorama uns ansehen. Den Waschbären gar nicht. Bin umgeben von Tieren und ich muss sie einfach jagen.
Sonst sind sie weg und dann fehlen mir wieder die Ressourcen. Aber das ist tatsächlich vielleicht auch irgendwann okay dann. Nein. Ah. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Der öffnet seine Schleusen? Okay, dann fängt es gleich an zu regnen. Ja, jetzt rennen sie natürlich weg. Aber tatsächlich nur das nächste Wildschwein ist weggerannt, die anderen nicht. Ja, aber wenn ich die voll ausgebaut habe, oder ausgebaut ist wahrscheinlich auch der falsche Begriff, meine und eine hiervon Beutel alle auf die größte Größe modifiziert habe, dann brauche ich eigentlich auch die ganzen Tierressourcen nicht mehr. Weiß ich nicht. Dann vielleicht für andere Gründe. Sie ist hier natürlich doch auch markiert. Das Kaninchen. Verschwindet. Na, vielleicht gehe ich da erstmal nicht hin. Was ich hier eigentlich... wollte, ist das da. Dieses Panoramateil, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Jetzt. Ach, da oben. Sehr schön. Jetzt habe ich es auch gefunden. Hat geholfen, hier zu jagen. Oh, Gutes. Dort ist der Aussichtspunkt. Wieder eine Rohstoffkiste, okay.
Die sollte ich wohl öffnen. Oh, hübsch. Haha, davon ist... ja, auch nicht mehr so viel übrig, würde ich sagen. Und das ist das Banditenlager. Das Forschermuseum. Okay, cool. Echt cool. Apokalypse-Sturm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Apoka-Shitstorm-Tour. Hallo. Star war wie ich ein Problemkind. Aber er war nicht klug genug, um selber ein Ding zu drehen. Ich habe ihm meine wahren Beweggründe nicht erzählt. Ich habe so getan, als sei ein Einbruch ins Museum ein bisschen Randale und ein Riesenspaß, wenn man auf Duster ist. Auf Duster? Ich war erst 11, aber dank meinem Interesse an Technik und Drogen war ich bereits mit den Grundlagen des Hackens von Sicherheitssystemen vertraut. Mit einem Störsender schaltete ich den Fensteralarm aus und machte mich dann an die Arbeit. Ich warf Holo-Ausstellungsstücke um, zerstörte Schaubilder, riss Schaukästen von den Wänden und zerschmetterte sie auf den Boden. Nicht schön, nicht schön. Ich hatte es da ganz vergessen, bis er von den Glasscherben schrie. Er stand einfach da, die Hand an seiner Wange mit großen Augen und jammerte, dass das alles verrückt sei und ich uns ins Gefängnis bringen würde. Er hatte recht mit dem Gefängnis. Geschnappt zu werden gehörte zu meinem Plan, aber mit verrückt lag er falsch. Meine Solo Zerstörungsorgie war kein psychotischer Drogenrausch, es war ein kalkulierter Angriff. Nicht auf das Museum, auf Wyatt. Du hattest ein paar Wochen zuvor angefangen, dich mit Wyatt zu treffen, und ich mochte ihn nicht. Ich wollte, dass er verschwindet. Als er zum Abendessen bei uns war, erzählte er neben vielen anderen langweiligen Sachen, dass er für die Museumskommission arbeitete und die Technologieeinkäufe überwacht. Aber wie gesagt, Star hatte recht damit, dass wir ins Gefängnis kommen würden. Es ging schnell. Star schrie, dass sein ganzer Körper brannte. Und dann lag ich schon mit dem Gesicht nach unten in einer sich ausdehnenden Schaummasse. Die Polizeibots hatten uns nicht vorgewarnt. Verglichen mit Star bin ich noch gut weggekommen. Ich wurde nie von einer Mikrowellenwaffe getroffen. Noch nie. Aber es soll höllisch wehtun. Aber ich hatte noch eine Woche später Schaumstückchen im Haar. Ja, das ist wohl nicht so schlimm. Die Geldstrafe und die Schäden summierten sich auf 18 Monatslöhne. Meine Taten brachten also nicht nur Schande über die Familie, sondern auch eine finanzielle Katastrophe. Und somit ging mein Plan nach hinten los. Ich hatte Wyatt nicht vertrieben, sondern ihm eine einmalige Möglichkeit eröffnet. Er sprang ein und zahlte die Rechnung. Und nun, nur ein oder zwei Monate später, wart ihr verlobt. Es ist seltsam, aber in letzter Zeit träume ich oft von dieser Nacht. Ich sehe den ersten Projektor vor mir, den ich umtrat, und wie das Hologramm einer Pionierin zur Seite rutscht und sich auf dem Boden dreht wie eine Bowlingkugel. Als der Emitter herunterkracht. Ein Zischen und Flackern und sie war weg. Ein Kurzschluss der Geschichte, ungefähr wie jetzt. Ich frage mich, ob irgendjemand überlebt, um Museen wieder
über uns zu bauen. Bisher nicht, würde ich sagen. Apoka Shitstorm Tour. Ja, abgefahren. So, dann schaue ich mal. Ich hätte ja einige Rohstoffbeutel bekommen. Das ist hier die neue Tasse. Ist auch ein Schnellreisepaket dabei. Auch. So, ansonsten müsste ich... Ja, ich warte auf den nächsten Punkt. Dann war hier unten noch ein Panorama. Das gehört garantiert auch zur Apoka-Shitstorm-Tour. Aber erstmal die Banuk-Figur. Die ist ja direkt in der Nähe wieder. Da muss ich nur einfach weiter rauf auf den Berg. Schön hart, aber das kenne ich ja. Hartes Fleisch. Scheint weit oben zu sein. Ich jetzt hier einfach mal diesem Das ist eine Slackline nach unten. Aber vielleicht komme ich da auch irgendwie rauf. Wenn ich hier lang gehe. Ich versuche es mal.
Da ist ein Symbol an der Wand. Oh. Ja, ich sehe nichts. Wow. Ich hab doch durch die... durch den Berg geschossen, oder? Das hält sich eine Weile. Da ist das Symbol. Zwei Symbole. Und da oben ist noch ein großes. Sieht so aus, als... sei das ein Pfad. Mit schönen Symbolen markiert. Man ihn nicht übersieht. Ja, hier geht's rum. Hey. Ah, hier rüber. Und da ist es, glaube ich. Banuk-Artefakt, mein Anrecht. Irgendeine Figur. Wahrscheinlich von den Banuk. Eine Holzskulptur eines Banuk-Reisenden. Banuk-Figur, ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschrifteten Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Sets solcher Artefakte können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ja, ich habe jede Menge Sets angefangen, aber nichts fertig. Ja, gut, man kann nicht alles haben. Oh, das Lagerfeuer will ich auf jeden Fall holen. Wenn ich jetzt hier runterrutsche. Und dann würde ich mal nach hier unten hüpfen. Und dieses Panorama noch holen. Oh, da ist noch ein Panorama. Aber das ist direkt bei so einem Kreuz. Gefährlich, gefährlich. Und das hier ist Teufelsfurcht oder so, ne? Gibt's irgendwelche Büffelwesen? Und ich denke, das ist ein Banditenlager. Das ist auch irgendwas. Neue Quest.
Ja, das mache ich so. Erstmal das Lagerfeuer holen. Das kriege ich ja vielleicht, wenn ich hier runterrutsche. Bin ja vielleicht gar nicht weit weg davon, diese extrem steile und lange Slackline. Ich weiß gar nicht, wie sie da abbremst. Jetzt gleich, kurz vor Ende. Ja, voll gegengeknallt mit dem Kopf. Eigentlich ist sie voll dagegen. Ungesund. Zerstörter Wächter. Schon wieder da. Sehr nahrhaft. Sehr tierreich hier im Tierreich. Neben mir. Okay. Wenn nicht fort. Ah, zu spät. Egal. Sieht gut aus. Alles voller
Sehr gut. Das hebe ich mir für später auf. So, ich habe das Lagerfeuer. Sind Graser und ansonsten haben wir hier eine sehr schöne Aussicht mal wieder. Und einige schöne schneebedeckte Gebiete. Versuch mal die noch zu holen. Ja, ich habe hier keine Deckung. Außer Reichweite. Aber auch nicht schlimm, weil das war wieder sehr nah an den. Frischer geht's nicht. Komm zurück. Da oben sind überall Maschinen. Habe ich jetzt nicht vor, mich da in den Kampf zu stürzen. Ich speichere hier einmal. Und dann mache ich das, was ich gesagt habe, und zwar beam ich mich beamen hier unten hin, um dort das Panorama zu holen in der unmittelbaren Nähe. Ah, das ist es wahrscheinlich dort. Mal gucken, was da die Apoka. Ich weiß nicht, irgendwas tue. Von unserem rebellischen Freund. So sagt. Bestimmt da oben auf dem Stein. Weiß nicht. Hier ist schon mal ein Pfad nach oben. Markiert ist.
Da ist es. Markiert ist die Baumspitze. Hier. Ich kann mit meinem Fokus in die Vergangenheit sehen. Wieder jede Menge Rohstoffpakete. So. Dann schauen wir mal in die Vergangenheit. Tag 2. Oh. Mein Vater war hier Gastdozent. Hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene. Über die Ära der menschlichen Luftmacht. Hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Die Ära der menschlichen Luftmacht hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können? Vergleichsweise zu was auch immer er erlebt hat, oder was? Gefunden in der Nähe von Teufelsdurst, Mutterkrone und Mutters Wiege. Hallo Ma, du hast mich mal hierher mitgenommen, damit ich Baba beim Unterricht sehen kann. Ich wusste es damals nicht, aber sein Unterricht war aus dem 20. Jahrhundert. Er stand hinter einem Pult in einem echten Vorlesungssaal, ohne Mikro. Echte Kadetten aus Fleisch und Blut saßen auf Plastikstühlen und lauschten ihm. Das war 45 oder 46. Die Luftwaffe musste schon zu 60-70% automatisiert gewesen sein. Aber ihre Akademie war immer noch wortwörtlich alte Schule. Tja, das mit den Drohnen jetzt im Ukraine-Krieg. Das ist ja auch krass, da ist ja auch sehr viel. Ja, wobei die sind halt alle noch gesteuert. Oder vorprogrammiert. Also wirklich automatisiert ist das, glaube ich, alles nicht wirklich. Aber das Altmodische passte wohl gut zum Thema seines Seminars. Die Ära der menschlichen Luftmacht von 1909 bis... Die Kadetten dachten vermutlich, die Fragezeichen sollten Wunschdenken ausdrücken oder vorsätzliche Ignoranz. Aus ihrer Perspektive war die Ära der menschlichen Piloten bereits vorbei, aber nicht für Baba. Ich sehe immer noch die Medaillen vor mir, als er in der Schlafzimmerschublade, die in der Schlafzimmerschublade aufbewahrt hat, mit den Inschriften in Sanskrit. Du hast gesagt, eine davon bedeutete, berühre den Himmel ruhmreich. Selbst als Generalmajor der IAF ist er noch geflogen. Er wusste noch, wie es sich anfühlt, in einem Cockpit zu sitzen, eine Hand am Steuerknüppel und den Fingern auf dem Auslöser. Und so starb er auch. Am 5. Juni 2048. Bei der Beerdigung sagte ein Mitarbeiter von Metallurgic International, wir sollten stolz darauf sein, dass er bei der Verteidigung der freien Märkte starb. Okay. Der Verteidigung der freien Märkte. Schon damals wusste ich, dass es eine Lüge war. Er starb, weil er Anspruch auf Metallic International an der Tantalummine verteidigte. Den Anspruch daran. Dafür starb er. Und warum nicht die ganze Wahrheit sagen? Er starb, weil sie noch nicht reich genug waren, um sich eine vollständig automatisierte Flotte zu leisten, weil es nicht kosteneffizient war, die alten Militär-Razor-Wings mit modernen Kriegsführungselektronik auszustatten. Er starb, weil menschliche Kampfpiloten genauso veraltet waren wie die Kisten, die sie flogen, und genauso entbehrlich. Als er über dem Dschungel abstürzte, stürzte auch seine Familie ab. Du hast wochenlang das Bett nicht verlassen. Dann kamst du ins Krankenhaus. Ich blieb bei Nachbarn und als du dich schließlich erholt hattest, als du genau die richtigen Sachen gesagt und versprochen hast, dass alles gut werden würde, habe ich dir nicht geglaubt. Zwischen uns war etwas zerbrochen. Ich fühlte mich wie eine Waise. Nicht wie ein Waise? Er ist doch
glaube ich, ein Eher, oder? Und nichts schien mir wichtig zu sein. Und mit diesem Gefühl lebte ich 7 Jahre lang, bis es mich beinahe umbrachte. Ja, und dann kam Wyatt und dann wurde er zum Rebellen. Ah, okay, das sind die Reste dieser Ruine und das ist ja dieses korrumpierte Lager, wo ich gestern schon gestorben bin. Könnte es natürlich nochmal versuchen, da einen Blick reinzuwerfen. Aber diese anderen korrumpierten Ach, da unten ist schon einer. Schwäche Feuer. Das sind ja eigentlich nur Plünderer. Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, die zu erledigen. So viel zum Thema Sicherheit. Verdorbene Zone. Verdorbene Zone. Stufe 15. Das habe ich jetzt erreicht. Oder? Ja. Stufe 15 habe ich erreicht. Ich muss dafür näher rankommen. Ja, sie hatte sagte gerade irgendwas von Gegengift. Das ist dieses Zeug. Ich hoffe, der Speicherpunkt war an dem... Ja, ist es auch. An dem Panorama. Ja, es ist, das sind echt viele, die da auf einmal kommen. Also wenn ich mich so richtig einbunkere mit den... Mit den Sprengfallen, dann geht's vielleicht und die da reinlocke. Meine, so ein paar habe ich ja erledigt.
die letzte Beuge auch noch auf. Vielleicht ein bisschen weiter nach hinten versetzt, oder? So. Versuchen wir es nochmal. Die kamen ja dann irgendwie alle, ja? Gemeinerweise. Es waren ja 5 oder so. Oder 6. Also hier sehe ich jetzt 4. In der Nähe. Mehr nicht. Am Ende waren es definitiv mehr. Es geht kein Zurück mehr. Du hast alle verdorbenen Maschinen einer verdorbenen Zone erledigt. Uhu! Dank der... Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Dank der ganzen Sprengfallen. Würde ich sagen. Ich hätte auch noch 2 in Reserve gehabt, aber... Da jetzt noch reingehen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich gebe es da dann nochmal eine Belohnung. Jetzt kann ich die leider nicht abbauen. Das ist dann erst relativ spät, dass man die nochmal einsammeln kann oder wieder einsammeln kann. Die Sprengfallen, die man nicht gebraucht hat. Im Skillbaum. Da ist noch ein Wächter, da ist alte Trümmer. Sind da. Habe ich jetzt hier schon alle eingesammelt? Ich dachte, es seien noch mehr. Wo ist denn der Wächter da? Ich gehe nochmal nach hinten durch hier. Sieht so aus. Ein alter Zahnstocher. Und da sind nochmal alte Trümmer. So, und das ist diese Militärakademie. Und hier ist noch ein Sondereinsatzbefehl. Ohne Datum. An alle derzeitigen Einheiten der Kompanie
E5, Bataillon 3. Brigade der Zivilistengarde Aurora-Zone. Erstens, um 0500 Meldung bei Vertifrachter Landeplatz Onyx machen. Gehen Sie an Bord des zugewiesenen irgendwas. Ankunft bei Mbera, Mosambik. Um ca. 0000 Ortszeit. Unterkunftszuweisung und Arbeitspläne nach der Landung und Einweisung. Untersuchung der mosambikanischen Verteidigungsstreitkräfte und Zivilistenbataillone beim Aufbau der AJ-Verteidigungssperren an der Kanalküste und BJ-ballistischen Schutzschilden um den Aeroporten International de Bira. Nach Abschluss der Bauarbeiten, Teilnahme an Trainingseinheiten für Kampf- und Verteidigungseinsätze in Erwartung des Feindkontaktes. Wie immer gilt, erweisen Sie sich Ihrer Einheit, Ihrem Land, den Zielen der Operation Enduring Victory und sich selbst würdig. Sondereinsatzbefehl Ende. Ob das der Einsatz war, wo der Vater gestorben ist? Auch nur ein altes Klangspiel. Jetzt ist ja diese Quest auch schon wieder erledigt, oder? Ja, verdorbene Zone. Erledigt. Ach, ich kann jetzt die... Das habe ich doch alles schon gemacht. Schmach und Schmerzen. Was ist mit der Schmach und Schmerzen-Quest? Finde Jan. Habe ich das nicht schon gemacht? Ach, da oben. Stimmt, das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich auch noch. Das mache ich auch noch und dann habe ich alles erledigt. Also die Quest hatte ich auch noch gemacht. Aber alles andere hatte ich noch nicht gemacht. Das ist das letzte. Die letzte Aufgabe, die ich bereits erledigt hatte. Und alles andere wäre dann ganz neu. Ah, da sind noch Graser. Ich glaube, ich gehe einfach hier so mitten durch. Oh, das ist nur ein Wildschwein. Ich will jetzt hier nicht wieder in den Kampf verwickelt werden, sondern eigentlich nur noch diese Quest machen. Ansonsten ist ja dann auch spät genug. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Was ist das für eine Hütte? Eigentlich wollte ich das nicht. Hatte ich gesagt. Ich wollte nur diese Hütte hier angucken. Werde ich vielleicht noch bereuen. Wer weiß.
rennt immer noch. Tapferes Wildschwein. Ist es wieder. Schon sein Lagerfeuer. Und er ruft um Hilfe. Sieht ehrlich gesagt ganz entspannt aus da drin. War doch so, als seien hier irgendwo Rohstoffe gewesen. Nicht viel drin. Dafür, dass die Kiste grün ist. Ah, okay. Jetzt kann ich hier die nächste Stufe der leichten Sperrangriffe und dann kann ich auch die schweren. Ja, braucht man ja auch einfach. Da ist die Figur. Ich habe was Neues im Notizbuch. Das Sammlerobjekt. Gut. Ja, ich helfe dir. Komm. Ja, hier ist falsch. Dann wohl hier. Ah ja. Ist da jemand? Ein Speer. Vor der Tür. Urmutter sei Dank. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Ausgestoßene? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein, ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Dann folgen wir dieser Spur. Erneut. So. Jawohl!
Schieß nochmal! Hier brauche ich wieder eine. Meine Pfeile sind alle! Erzählt ihr mir das irgend? Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Ich denke mal, der hat auch. Ja. Hä, warum rennen die jetzt weg? Sag nicht, der sieht das. Komm, renn doch in die Falle. Dafür ist sie doch da. Schnell nachsetzen. Erledige es! Komm her. So, und du am besten auch. Perfekt. So, und hier unten hatte ich auch noch einen. Stück für Stück erledigt. Auch blau. Da ist wieder ein Lagerfeuer. Das sollte ich mir noch holen gleich. Bevor ich hier wieder zurückrenne. Hi. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Ach, die Kisten, die ich genommen habe? Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört.
Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt John aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier, einen Teil behalte ich, aber der Rest möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf und bleibt zusammen. Da liegt doch auch einer am Boden. Der ist sicher verletzt. Okay, den... Das Lagerfeuer will ich auch noch holen. Und das ist ja jetzt hier wirklich nah. Ich gehe jetzt einfach in die Richtung runterrenne. Geht ganz schön schnell. Rufen natürlich wieder weitere Leute um Hilfe. Ich habe das Lagerfeuer entdeckt. Da jemand angegriffen? Sie hat ihn 2 Wochen vorher die Kiefer brechen lassen. Person hier ermordet, die Nora-Kriegerin. Da war ich wohl leider zu langsam. Beziehungsweise habe ich erst nicht gecheckt, worum es ging. Es riecht nach Regen. Ja, dann wird es wohl gleich regnen. So, John. Die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden
Und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Ich stelle gerade fest, die hat auf ihren Schulterdingern Steckdosen, oder? Das sind doch Steckdosen. Eine Ausgestoßene, die dir geholfen hat, weißt du noch? Sieh mal in den Spiegel, John. Das habe ich beim letzten Mal geantwortet. Ich sag jetzt mal, sieh mal in den Spiegel. Schon seltsam, dass du Ausgestoßene so hast, John. So ganz allein hier draußen bist du praktisch selbst einer. Ich bin sehr gern allein. Schön für dich, denn ich sehe niemanden, der dir wegen deiner Gesellschaft die Tür einrennt. Bis auf Ausgestoßene, die Traumweide wollen. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Ja. Auch ein netter Typ. Der John. John ist nicht John Dark. Also, ich kann mal gucken, was ich noch machen kann hier, um mehr zu erweitern. Outfitbeutel ist vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen. Modifikationsbeutel, das wird recht voll langsam. Schleudermunitionsbeutel, schadet sicherlich nicht. Jägerbogenköcher, schadet auf jeden Fall nicht. Fallen. Stolperfallen. So, jetzt habe ich erstmal alles mindestens auf 3. Stolperfallen nutze ich ja schon sehr oft. Die kann ich auch mal ausbauen. Vielleicht baue ich einfach alles, soweit ich kann. Ja, jetzt gehen mir die Ressourcen aus. Weil jetzt habe ich bestimmt irgendwie im Inventar wieder ein bisschen was. Ein bisschen was freigemacht. Dadurch, dass ich jetzt. So viel verbessert habe. Und jetzt gehen hier 12 Stück. Da fehlen mir jetzt die Lohen. Wer hätte das gedacht? Ich brauche mehr Lohen. Oh, 60 Pfeile, da fehlen mir auch die Lohen. Nice. Ah, ist doch schon viel besser. Geht mir das nicht mehr so schnell alle. Okay. Ja, und das hier waren vielleicht die Kisten, die sie ihm gegeben haben. Als Entschädigung für die Traumweide. Ja. Der Ort, der ist ja dann eigentlich vor dem Fortsetzen der Hauptquest dran. Bevor ich hier weitermache mit der Kriegsherrin, die Questline. Und das liegt ja hier auf dem Weg, dort vorbeizugehen und diese beiden Quests anzugehen. Sucherin vor den Toren und die Rache einer Tochter. Und das hier oben ist, begib dich zum Roten Echo. Begib dich zum Roten Echo ist die Hauptquest oder die aktive Quest. Stimmt, die Rache einer Nora ist.
Und die Sucherin vor den Toren, das ist alles Stufe 12. Die sind beide dort. Und zum roten Echo ist gar keiner. Komisch, das ist auch Nebenquest. Oder was? Das ist Nebenquest und Hauptquest. Die Rache einer Tochter. Ach nee, die Rache der Nora. Die Rache der Nora und die Rache einer Tochter. Okay, was ist denn die Rache der Nora? Ah, das ist das. Das ist das. Okay. Und die Rache einer Tochter ist auch in dem Ort. Die Lagen für die Loge ist ja dann in Meridian erst wieder. Nora Jagdgebiete hatte ich schon. Und die Schleuder-Tutorials, die müsste ich einfach nur mal machen. Aber was ist altes Waffenlager? Ach so, diese Rüstung. Okay, diese Rüstung, wo ich die Stromversorgung wiederherstellen soll. Aber das ist ja wirklich noch ein bisschen weiter entfernt mit Stufe 25. Okay, ich denke, es ist spät genug. Ich mache jetzt hier Schluss. Und wenn ich weitermache, habe ich ja jetzt wirklich alles schön erledigt in diesem Bereich, dann gehe ich in die Richtung hier weiter und statte erstmal dem Ort hier einen Besuch ab. Hol mir das Lagerfeuer und mach bei diesen beiden Quests weiter, beziehungsweise schließe die ab, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind nur fortführende Quests. Und lerne mal diesen Ort kennen. Genau. Oh, das ist übrigens dieses Symbol, dieses Sigma-Symbol. Ich guck nochmal. Das ist Psi mit diesem Dreieck, was dann so nach unten und wieder nach oben führt. Und Sigma sind zwei Dreiecken. Das ist doch das hier auf der Karte. Das Symbol. Und das andere habe ich nicht bisher. Aber vielleicht brauche ich es auch einfach nicht. Könnte natürlich sein, dass wenn ich jetzt hier diese Aufgabe erledige, was auch immer das ist, dass ich dann die Sigma-Wesen überbrücken kann. Das werden wieder so Jagdprüfungen sein. Das ist ja das Symbol, der Pfeil hier, wie hier. Dann wahrscheinlich nicht die Nora-Jagdgebiete, sondern die Jagdgebiete von jemand anderem. Und das ist noch ein Mutterort. Das ist auf jeden Fall noch ein Nora-Ort. Ansonsten gibt es hier keine sichtbaren Orte mehr in der Umgebung. Das ist erstmal der letzte. Dann wieder Meridian. Aber da werden wohl noch einige sein, die ich jetzt noch nicht sehe. Okay. So weit, so gut. Ja, bin ich noch mal ein bisschen wach geworden. Jetzt am Abend. Und jetzt auch noch gar nicht so richtig müde. Aber es reicht. Ich gehe zum Lagerfeuer. Da unten ist es. Und dann speichern wir hier.
Ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich beides das gleiche. Der gleiche Spielstand. Da ist ein Slackline nach unten. Langsam, langsam. Will ich jetzt noch nehmen? Kann ich dann gleich nochmal nehmen? Nach dem Neuladen. Das ist eine ganze Reihe von Slacklines. Eine schöne Abkürzung. Oh, ein Haufen. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Außenrum. Da ist noch mehr. Noch ein alter Trümmerbehälter. Tja, muss ich doch noch mal wohin zum Speichern. Die Armbänder. Das sah gerade ein bisschen gefährlich aus. Dann renne ich da zu diesem Lagerfeuer. Direkt dahin, wo ich dann eh hin will. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja schon mal mich verabschieden. Der Plan fürs nächste Mal steht. Halt, das ist eigentlich gar nicht. Ich wollte. Ja. Und zwar diesen Ort erkunden und die Quests dort machen. Und wir werden sehen, wann wir dazu kommen. Da sind auch noch zwei neue Quests, so wie es aussieht. Das Lager oder drei sogar. Drei neue Quests, aber das Lagerfeuer ist hier. Und da müssen wir speichern. Das muss Mutter Krone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Mutter Krone. So, ich speichere nochmal. Vier. Quests. Ach, da ist auch noch ein Lagerfeuer. Naja, wie dem auch sei. Es genügt, dass ich hier unten bin. Und beim nächsten Mal gibt es auch für mich komplett neue Quests. Und da freue ich mich schon drauf. Dann, falls noch irgendjemand zuschauen sollte um die Zeit, wünsche ich eine gute Nacht. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.